Gratulation, den Abschluss, der war fulminant. Es hätte mindestens noch 4 oder 5 Zugaben geben können. Ja, wenn es noch die Leute gegangen wäre schon, aber irgendwann lässt der Körper nach. Die 2 jungen Mädels, die hätten wahrscheinlich auch weitermachen können, aber bei mir ist dann da irgendwann einmal noch 2,5 Stunden, glaube ich, muss man ein bisschen zurücktreten. Wie viel wären noch gegangen, wie viel Zugaben? Mindestens nur 10, gell? Wir waren erst in den Startlöchern, aber ich glaube, der Raimund hätte auch noch gut mithalten können. Ich weiß auch, ja. Habt ihr euch das so vorgestellt? Also ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass es nicht funktioniert. Ich meine, mit 2 so tolle Sängerinnen, da kann nichts passieren. Und wir haben keine Proben oder gar nichts. Da gibt es einen Ablaufplan, den schauen wir sich vor der Bühne, vor der Show an. Und es funktioniert alles wie am Schnürchen. Mit der bezaubernden Maybrit und Tom Krüger! Zwischen uns, da fängt was Großes an. Denn nichts ist größer und stärker als wir. Nichts ist größer und stärker als wir. Wenn du dich in deiner Zukunft siehst, dann weißt du, dass es Liebe ist. Wenn du die Antwort auf Liebe suchst, ja, dann wünsche ich dir, dass du meinen Namen rufst. Das ist
meine Damen und Herren. So, wir haben jetzt. Vielen Dank. Die Premiere vom Lied, vom gemeinsamen, zufrieden? Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, die Leute haben sehr viel Gefallen an dem Song gefunden. Es sind auch einige CDs verkauft worden, was mich urgefreut hat. Und das ist eigentlich glatt über die Bühne gegangen bei uns. Ja, laut Warm, das ist also eine Plattform, wo man schaut, wo wir spielen. Wir sind letzte Woche in Deutschland bereits mit dem Lied 40 Mal in den Radiosender gespielt worden. Und Österreich hinkt ein bisschen noch, aber ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Wochen sind wir in Österreich auch da. Also ich weiß, Radio Flamingo hat das Lied schon downgeloadet und ich glaube, da ist uns was Gutes gelungen und das wird auch funktionieren. Beim Publikum ist gut angekommen. Ne? Der Abend, was hat dir an dem Abend so am besten gefallen? Das Publikum. Weil ohne das Publikum. Ja, ohne Publikum geht gar nichts. Also. Ich glaube, da sind wir uns einig. War spitze heute, die haben alle mitgeklatscht, mitgesungen, manche sogar getanzt. Also kann man eigentlich nur sagen, danke an das Publikum, weil ohne Publikum, da ist der größte Künstler nichts. Die Location nicht schlecht, gell? Die Location ist sehr, sehr gut und ich bin der Albine Senninger sehr, sehr dankbar, dass sie mir da die Rutsche hergelegt hat. Ich habe das Lokal gekannt, aber nicht, dass das jetzt wirklich so eine tolle Location ist. Und ich glaube, dass wir wiederkommen werden. Wenn ich mit der Uli spreche, glaube ich, sind wir nächstes Jahr vielleicht schon wieder da. Mhm. Da vor mir sind ein paar Leute gesessen, die haben Stimmung pur gemacht. Sind die mit dir verwandt? Wo bist du gesessen? Genau, in der Mitte. Naja, das, ja, ich muss mich ein bisschen genieren, das ist meine Familie, aber die sind lustig und die Schwester kommt aus Südtirol extra für meine Konzerte und ja, ich bin ihr einfach dankbar, das ist für mich, ich stehe auf der Bühne und muss lachen, weil ich sehe, was sie da hinten aufführt. Ja. Also ist ganz, ganz toll. Sieht man das überhaupt? Was denn? Noch hin. Ja, weil bei meinen Shows wird es nie ganz finster sein. Ich möchte nicht ins Schwarze schauen. Bei mir brennt immer Licht, dass ich die Emotionen der Leute sehe. Und da kann man dann noch justieren in der Show selber. Also, wie wenn du ins Schwarze ausschaust, du weißt nicht, gefällt es einer nicht. Aber wir haben immer Licht drinnen gehabt, ein bisschen. Und das hat man, hat wirklich bis hinten gesehen, ja. Das achte Wunder dieser Welt ist die Liebe. Nur die Liebe kann so kleines Herz. Oh, 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 oh. Es war sehr abwechslungsreich, also das war wirklich von der Stimmung her, es war für jeden, glaube ich, was dabei. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, oder? Ja, also ich glaube absolut, der Raimund hat da eine großartige Show zusammengestellt und ich freue mich, dass ich heute zum ersten Mal mit ihm und mit der Sabrina habe auf der Bühne stehen dürfen. Es war heute nicht nur Premiere unserer Single, sondern auch Premiere für uns drei. Ist total gut rübergekommen, gell? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe schon einen Ohrwurm von dem neuen Lied, also das sie kann es beweisen, hinter der Bühne die ganze Zeit, okay. Na geh, nicht schon wieder, du kriegst nicht aus dem Kopf. Aber das ist gut und das zeigt vom Potenzial. Danke, es war schön bei euch zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Traum. Bis zum nächsten Mal. Aber eine tolle Show, man hat es gesehen, das Publikum hat es belohnt. Ja, und wir freuen sich aufs nächste Mal. Ich hoffe, es gibt bald wieder so etwas Ähnliches. Ja, wenn wir schon Werbung machen dürfen, unbedingt. Bin ich am 15. April nächsten Jahr mit dem Peter Wollner. Das ist ein Gerersdorfer, der auch Singer-Songwriter ist mit seiner Gitarre. Und da werden wir auch so einen Schlagerabend gemeinsam durchführen. Und schauen wir, vielleicht fällt uns noch irgendwas ein. Im Herbst im VBH Oberliese, weil da sind sehr große Anfragen gekommen heute.
Ja, Peter Wollner kommen, weil mit denen haben wir ein kleines Musikvideo gemacht, gleich am Anfang seiner Karriere. Ja, also seht, so schließt sich der Kreis des ewigen Lebens. Gell? Dann wünschen wir euch alles Gute und wir freuen uns schon auf eure nächsten Auftritte. Danke. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und dass ihr mich auch immer wieder begleitet. Lieber Robert, vielen herzlichen Dank. Wir glauben an den lieben Gott und haben doch immer Lust. Ich sah sie irgendwo, allein in Mexiko. Anita, Anita. Aber ihr Haar, die Augen nicht verstehen. Und es ist so klar. Du hast mich tausendmal belogen. Du hast mich tausendmal verletzt. Ich bin mit dir so hoch geflogen. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Wir klatschen.